Um die 2800 Moscheen soll es in Deutschland geben. Sie zu zählen ist schwierig, fast unmöglich. Das liegt vor allem daran, dass eine Moschee für die allermeisten Muslime vorrangig ein Raum ist, in dem sie zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Das kann ein Gebäude mit Kuppeln und Minarett sein, doch diese klassischen Moscheen sind die wenigsten, 140 bis 200. Auch ein Zimmer in einer Mietwohnung oder eine ehemalige Fabrik kann als Moschee dienen. Es gibt ca. 2600 dieser unauffälligen Hinterhofmoscheen. Oft Gewerberäume, da ab den 60ern vor allem türkische Gastarbeiter die Räume provisorisch als Moschee nutzten. Erst ab den 80er Jahren gab es dann auch größere Bauprojekte. Wie viele Moscheen wegen extremistischer Aktivitäten von den Geheimdiensten beobachtet werden, dazu gibt es keine Angaben vom Verfassungsschutz. Seit 2001 wurden allerdings 45 Moscheevereine verboten. Die meisten muslimischen Gemeinden organisieren sich inzwischen in Vereinen und ein Großteil dieser Moscheevereine hat sich zu Verbänden zusammengeschlossen. Der größte und damit auch die größte muslimische Organisation ist der türkische Verband DİTİB. Er ist eng mit dem türkischen Staat verbunden. Die meisten DİTİB-Imame werden von der türkischen Religionsbehörde bezahlt. Das wird oft kritisiert, doch DİTİB vertritt etwa 900 Ortsgemeinden und dient, wie die anderen muslimischen Verbände auch, dem deutschen Staat als muslimischer Ansprechpartner, etwa bei der Islamkonferenz.